Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, die Perspektive ist ein bisschen anders, denn heute gibt es mal wieder ein Bücher-Aussortier-Video und ich dachte mir, ich nehme euch wieder so mit und fand das letztes Mal eigentlich ganz cool. Das letzte Video kann ich euch nochmal hier oben verlinken. Dementsprechend mache ich das heute nochmal und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Das Fach hier oben, das ist ja immer noch mein Favorites-Regal und da habe ich nur ein bisschen umgestellt letztes Mal. Deshalb bleibt das alles so, weil meine Lieblingsbücher werde ich natürlich nicht verkaufen. Aber hier steht trotzdem ein Buch, das ich verkaufen will, weil es nicht mein Lieblingsbuch ist. Aber es steht da wegen der Autorin und jetzt könnt ihr einmal raten. Es ist Imagines von Anna Todd und den anderen Wattpad-Autoren. Und zwar ist das kein gutes Buch gewesen. Es ist mega dick gewesen. Ich habe mega lang dafür gebraucht und habe viel übersprungen, weil es einfach nicht so meins war. Dementsprechend werde ich das erstmal aussortieren, aber ich werde es nicht verkaufen, weil es ist ein Rezensionsexemplar und ich finde, das gehört sich einfach nicht. Deshalb werde ich das verschenken oder ausleihen oder der Bibliothek spenden, irgendwie sowas. Das Buch stand nämlich hier ganz einfach wegen den Afterbüchern, weil Anna Todd, das sah einfach besser aus, als wenn ich es woanders hätte hingestellt, aber so ist es jetzt eindeutig besser. Bei denen hier wird alles so bleiben, wie es ist, weil die habe ich fast alle gelesen, außer die zwei und die drei. Und die habe ich nicht vor zu verkaufen. Kommen wir zu dem Regalbrett hier und da ist es so, dass nur diese paar Bücher gelesen sind und der Rest ist alles ungelesen. Und eigentlich bin ich kein Fan davon, ungelesene Bücher zu verkaufen, aber, oh, das steht hier auch ein bisschen falsch, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Shades of Grey Bücher niemals lesen werde. Deshalb weiß ich nicht, aber das hier, das ist, glaube ich, einfach nicht meins und das ist nicht mein Genre und ich glaube, das werde ich einfach nicht lesen. Deshalb werde ich von Jill Mansell Glücksgriff wohl verkaufen. Und bei den Shades of Grey Büchern bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Also weiß ich nicht, ob ich die wirklich lesen möchte. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt, diese Bücher zu lesen oder nicht. Ja, das ist halt auch der erste und der zweite Band. Dementsprechend, ja, fragt mich nicht, warum ich die überhaupt dann habe, aber ist jedenfalls so. Der Rest bleibt da erstmal. Wobei ich von Klaus Cordon, Julians Bruder, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das irgendwann nochmal lesen sollte, aber gut, wir lassen es erstmal. Weiter geht's mit dem Fach hier unten. Und das sind alles gelesene Bücher und die Sache ist die, da ich bald umziehen werde, werde ich nicht in der Lage sein, alle Bücher mitzunehmen. Und deshalb habe ich beschlossen, dass ich mich von einigen Büchern trennen muss, auch wenn mir das nicht so leicht fällt. Und hier stehen halt ziemlich viele von meinen Jugendbüchern drin und eigentlich will ich mich nicht von denen trennen, weil das sind halt so noch meine liebsten Jugendbücher gewesen, so mit meinen ersten halt auch. Aber wo ich mich, glaube ich, von trennen werde, ist die Auswahl und die Ankunft von der Cassia und Kai-Reihe, die ist von Ellie Condy. Dementsprechend auch von dem Buch dann, weil das ist der zweite Band, den habe ich als Hardcover. Sieht bei mir sowieso nicht so schön aus im Bücherregal und ich glaube einfach nicht, dass ich die nochmal lesen werde und deshalb werde ich die wohl verkaufen. Oh, ich kriege hier wieder richtig viel Platz, das ist ja Wahnsinn. Das ist natürlich jetzt blöd hier, ne? Dann muss ich wohl eins schräg stellen. Das passt auch nicht. Hier noch eins aussortieren. Eigentlich ja nicht, ne? Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es hat gerade wieder angefangen zu regnen. Und bei meinen Dachfenstern hört man das immer extrem. Ich glaube, ich werde noch Keep on Dreaming verschenken, verkaufen, was auch immer. Das war nicht so meins. Und deshalb kann das, glaube ich, noch weg. Ich weiß übrigens auch, dass es eigentlich null Sinn hat, das Bücherregal überhaupt neu zu sortieren und alles. Aber, weil ich ziehe ja dann eh um, aber für die Zeit, die ich noch hier bin, muss es halt auch schön sein. Dementsprechend, ja, kommen wir jetzt zu dem Regalbrett hier. Und zwar sind die drei Bücher hier hinten sowieso ungelesen, also die werde ich schon mal nicht verkaufen. Das hier ist eine gute Buchreihe. Outlander auf Englisch, das wollte ich eigentlich schon ewig mal gelesen, aber habe ich natürlich nicht.
also auf Deutsch habe ich es ja gelesen. Ich werde der Joker von Markus Zizek verkaufen, weil ich dieses Buch nicht unglaublich gut fand und dementsprechend werde ich das verkaufen. Genauso wie, das dürfte jetzt keine große Überraschung sein, vielleicht mag ich dich morgen von Mairi McFarlane. Mairi, ja. Das Buch fand ich ganz schrecklich. Deshalb war das jetzt keine Überraschung, dass ich das verkaufen werde. Und jetzt habe ich hier auch wieder so viel Platz. Was macht man denn jetzt hier? Tja. Ich muss natürlich sagen, es ist gut, dass ich Platz habe und all das, weil ich, wenn ich umgezogen bin, sowieso nicht mehr so viel Platz für Bücher habe. Last but not least, dieses Regalbrett hier unten. Sieht man das überhaupt? Das sind alles ungelesene Bücher, also dieses ganze Regalbrett ist ungelesen. Und ich glaube, ich kann da nichts von aussortieren. Nee. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das Ganze ein bisschen provisorisch war. Und ihr könnt mir mal schreiben, wann ihr zuletzt aussortiert habt und wie oft ihr sowas macht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Genauso wie einen Kommentar, da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!